Ja, Fahnen, ja, der Mannschaft der Woche, Jonas David. Scheiße. Witz gegen die Bayern brauche ich nicht mal rotieren, weil da habe ich eh keine Chance. Oh Mann, ey. Ja, der ist zwar mehr wert, aber tschüss. Mein Kader ist eh viel zu groß. Ah, englische Woche auch direkt. Bayern jetzt und dann Hoffenheim. Haribo, persönlicher Sponsor am Vertrag. Alles da. Komm, Bobby. Das nervt alles ein bisschen. Badejo kriegt mal ein paar Minuten. Lamine Jamal! Wir haben gegen die Bayern gewonnen. Wir haben gegen die Bayern gewonnen. Ja! Was ist denn das? Was ist denn das? Wir geben Bayern die erste Saison hier allein und kicken sie auf drei. Ich verliere gegen Bochum und gewinne gegen die Bayern. Was zur Hölle? Wir gewinnen gegen den FC Bayern München. Oh, ist das geil. Ich bin der beste Trainer. Genau, pisst euch. Ich bin nur für die großen Aufgaben, bin ich da. Für die großen Aufgaben. Ich schlag den FC Bayern, denn ich schlag den Raab. Stimmt. Apropos, ich schlag den Raab. Stefan Raab ist zurück. Auch krass, ne? Auch krass. Diese neue Generation, die ist ja gar nicht mehr mit ihm so. Ne? So. Aber. Jo, Oliveira. Für dich muss ich mal ein Bild jetzt langsam mal reinhauen. Matteo Raab, ganz stark, Junge, ganz stark. Ich weiß, warum ich dich zu 1 gemacht habe. Weil du bist einfach Bisch. Weil du der Best bist. Ja, mit der Ausstellung müssen wir so gegen Hoffenheim spielen. Da dürfen wir nichts dran verändern, weil. Ja, und dann werden wir wieder auf den Boden der Tatsachen geholt. Andrej Kramaric mit dem 1:0. Komm, Simeone, komm. Also meine Stürmer, die ich bis jetzt gekauft habe, sind wirklich zum nicht zu gebrauchen. Wirklich. Ist das krank. Ja. Ein Auf und Ab diese Saison.
ein Auf und Ab. Vielleicht mal unsere Reserve angucken, wie es da eigentlich steht. So von der Tabelle her. Zweite Mannschaft, die sollte ja. Ja, das ist 8. Platz, ist okay. Hat nichts mit dem Abstieg zu tun. Ist vollkommen okay. Terence Boyd, Top-Torschütze. Nemet. Weißt du was? Nein, und ich zieh dich hoch. Ich hatte das schon mal im Winter überlegt. Und das klingt jetzt erstmal dumm, was ich mache, aber ich schicke Simeone erstmal in die Reserve. So. Und packe Nemeth in den Kader mit. Die letzten 24 Stunden, ich will nichts mehr machen, lass mich in Ruhe. So lange dauert, Alter. Das ist ja so nervig, ey. So nervig ist das. Kanji geht zurück. Wechselt zurück zum BVB. Na, Logo. Oh mein Ohr, Alter. So. In Freiburg werden wir es probieren. Auf geht's. Ein Spiel zum Vergessen. Ich kann da alle auswechseln, wirklich. Zwei zu vier. Ich bin froh sein, dass die anderen da unten wirklich auch nicht punkten, ey. Union Berlin. Lamin. Fällt auch das nächste Spiel aus. Das heißt, Bakri Yatta wird da dann von Anfang an wahrscheinlich spielen. Kurz was machen. So.
Ah, englische Woche. Never mind, Jamal kann spielen. Scheiße, ey. Nerven tut das trotzdem alles ein bisschen. Jetzt, wie gesagt, das Gute ist, wir haben 4 Punkte vom Abstieg weg. Das heißt, wir müssen uns zumindest bis zum 24. Spieltag erstmal schon mal keine Gedanken machen, was das angeht. Aber, ja. So. Der SV Darmstadt 98 hat Interesse an ihm. Kratzel lädt ein. Oh, Kratzel hat gerade Bock, das gefällt mir, was Kratzel macht. Kratzel? Mach mal. Mach mal weiter. Gefällt mir. Mach Bobby. Hier ist so ein langes Haar. Voila, so. Luca Moro bricht Training ab. Ja, das läuft ja wieder super. Bauge, komm mal rein hier, Jalla. Und Bobby, du darfst. Und Bakri hat er darf auch, weil er getroffen hat im letzten Spiel. Es gibt's nicht. Es gibt es nicht, was momentan hier abgeht. Hat euch alle warm. Keitel 1-1. Glatzen mit der Vorlage. Bobby ist da. Bobby hilft. Jetzt aber weg sind. Benesch geht runter. Badejo kommt rein. Kevin Volland. Ja. Fick dich, Mann. 2-2 wichtig. Theo Harz kommt rein für Königsserver. Badejo mit der Vorlage. Ne, mit, komm, mit, zeig, was du kannst. Lamin. Punkt. Punkt Richtung Klassenerhalt, hoffentlich. Jawohl, 5 Punkte jetzt. Ein Punkt Richtung Klassenerhalt. Und das Wichtige ist, Union hinter uns gelassen. Ganz wichtig. Werder Bremen, Derby. Werder Bremen, Derby. Werder Bremen, Derby.